Flutlicht, Rasenheizung, Bewässerung. Hinzu kommen Tonnen von Müll nach dem Abpfiff. Spaß im Fußballstadion, ja, aber die Ökobilanz ist verheerend. Was tun in Zeiten des Klimawandels und schwindender Ressourcen? In Andalusien hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Der Erstligist Betis Sevilla will klimaneutral werden und hat hierfür das Projekt Forever Green ins Leben gerufen, an dem sich nicht nur der Verein, sondern auch die Spieler beteiligen. Manager Rafael Muela führt uns ins Allerheiligste des Traditionsclubs. Kommen Sie, es geht hier entlang zur Kabine. Hier haben wir alle Spieler, die in dieser Saison bei uns sind. Sie wollen alle Teil von Forever Green sein. Sie sind wirklich, wirklich wichtig. Mit ihnen machen wir die Bewegung größer. Sie alle helfen uns mit dem, was sie tun können. Sie nehmen an Kampagnen teil und sie sind stolz darauf, dass wir versuchen, in diesem Projekt unser Bestes zu geben. Eines der Dinge, über die wir sehr froh sind, sind diese wiederverwendbaren Flaschen für die Spieler. Wenn sie diese Art von Flasche nutzen, brauchen sie keine Plastikflaschen mehr, die sie schließlich nur einmal verwenden würden. Die Spieler sind das Vorbild für viele Fans. Umso wichtiger war es, die Stars zudem als Botschafter zu gewinnen. Wer bei Betis Sevilla kickt, spielt auch für Forever Green. Alle ziehen mit. Spieler wie Borja Iglesias sehen das Projekt nicht nur als ökologisch wegweisend und längst überfällig, sondern auch als innovativ. Nun, es ist sehr schön, daran teilhaben zu können und vor allem, dass der Verein sich dessen bewusst ist und Menschen dafür mobilisiert. Gesellschaftlich sind wir als Team sehr angesehen und wir haben die Möglichkeit dazu beizutragen, dass die Klimasituation besser wird. Es sind so viele kleine Details wie Mülltrennung und verschiedene Container in der Umkleidekabine. Das hilft und man wird immer wieder auf die gemeinsame Sache aufmerksam gemacht. Oder die Trinkflaschen, wir würden sonst viel Plastik verbrauchen. Das macht Sinn. Ich bin glücklich, Pionier wie bei Greenpeace zu sein. Auch bei den Trikots geht man völlig neue Wege. Nach langer Suche haben sie einen Hersteller gefunden, der diesen Stoff produziert und ökologisch abbaubar macht. Polyester, 100% recycelt. Das beste T-Shirt, das man haben kann. Und das beste ökologische T-Shirt. Einzigartig nicht nur in der Primera Division, aber nur ein Teil von vielen Ansätzen, wodurch sie ihr großes Ziel mit viel Aufwand und Engagement erreicht haben. Fußball ist hier endlich Bio. Jetzt sind wir klimaneutral als Fußballclub. Seitdem Forever Green gegründet wurde, haben wir mehr als 80 Aktionen durchgeführt. In Bereichen wie Recycling, Mobilität, Säuberungsaktionen der Natur und Umwelt in der Region. Wir messen sogar den CO2-Fußabdruck, den wir als Fußballclub verursachen. Natürlich müssen wir uns auch um unsere Fußballergebnisse kümmern und schauen, was auf dem Platz passiert. Aber wir sind mehr als nur das. Wir sind unsere Fans, wir sind unsere Werte, wir sind all das, was wir für die Gesellschaft getan haben, seitdem es uns gibt als Fußballclub. Und dieser Funke springt auf alle Mitarbeiter über. Ich denke, dass es für uns alle sehr wichtig ist, gegen den Klimawandel zusammenzustehen, weil wir eine große gesellschaftliche Bewegung repräsentieren. Ich glaube, dass wir es gemeinsam schaffen können und ermutige natürlich auch alle Fans, mit ins Boot zu kommen und Teil des Projektes zu werden. In der Geschäftsstelle haben Pokale fast die gleiche Bedeutung wie die Container zur Mülltrennung. Das wird jedem im Team klar gemacht. Hier ist einer unserer freiwilligen Helfer, Carlos, ein Ehrenamtlicher von Forever Green. Ich nutze meine Freizeit, um mich den Umweltaktionen anzuschließen und mache es gerne. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel den Fluss hier in Sevilla mehrere Male gereinigt. Auch bei Aufforstungen sind wir dabei, wollen diese Art von Aktionen durchführen. Wir möchten diese Botschaft übermitteln, zusammen mit all den anderen Fans, und versuchen, neue Freiwillige zu rekrutieren. Inzwischen kommen immer mehr Fans elektrisch zum Stadion und lassen ihr Auto zu Hause. Aber nicht nur auf der Straße, auch auf dem Dach werden Zeichen gesetzt mit Photovoltaik.
Dank der Installation hier werden wir 242 Tonnen CO2 einsparen. Das macht den gesamten Komplex autark in Sachen Solarenergie. Einmal installiert, wird von da an Geld gespart und der Umweltverschmutzung unseres Planeten entgegengewirkt. Es ist also perfekt. Bleibt noch ein Herzens- und Sozialprojekt von Rafael Muela, direkt neben dem Clubgelände. Diesen Garten hier bewirtschaften wir in Kooperation mit der Caritas. Wir bauen hier gemeinsam Produkte an. Und natürlich wird hier alles ökologisch aufgezogen, ganz ohne Chemie. Und auch die Fußballfrauen packen mit an. Ich finde es eine tolle Initiative, dass sie abseits des Sports auch diese ökologischen Projekte unterstützen und dabei auch Menschen Arbeit geben. Okay, ich werde jetzt meine erste Zucchini pflanzen. Alle Sportabteilungen im Club sind aktiv. Auch die millionenschweren Profispieler müssen manchmal ab ins Beet. Wir haben die Möglichkeit, die Spieler als Botschafter einzusetzen. Da es sich um den beliebtesten Sport der Welt handelt, bin ich mir sicher, dass er eine riesige Menge an Menschen mobilisiert. Wir haben die Kraft, jede Ecke dieses Planeten zu erreichen. Aber das ist nicht etwas, das wir alleine schaffen können. Wir haben eine große Macht, also haben wir auch eine große Verantwortung. Kein Planet, kein Fußball. Ein Planet ohne Fußball ist aus Sicht der Fans unvorstellbar. Umso wichtiger ist es, auch als Zuschauer und Beteiligter seinen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. Betis Sevilla zeigt, dass es geht und ist dabei auch sportlich erfolgreich. Und ja, Fußball kann auch Bio sein. Nicht irgendwann, sondern heute und jetzt. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.